Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute schreiben wir den nächsten Command in unser Permissions-System. So, und wenn wir auf unsere Liste schauen, ist das Ganze der Default Game Mode Command. So, bei Clear können wir jetzt dahinter schreiben. Ja, keine Ahnung. Was macht man denn da für ein Zeichen hin? Wir machen einfach so ein Paragraphenzeichen davor. So, also der nächste Command ist der Default Game Mode Command. Dafür braucht man logischerweise kein Selected ID. Ach so, das war letzte Aufnahme. Falsch, fällt mir gerade auf. Und generell ist die Bildschirmaufnahme hier nicht so toll. Stimmt, da habe ich letzte Aufnahme für den Clear Command hier den Fehler gemacht, dass man das Scoreboard hier gar nicht recht sehen konnte. So, haben wir das gleich mal gefixt. Das Ding ist das dann in der Minecraft-Aufnahme, ist das dann noch nicht so. Muss ich das hier auch mal noch kurz machen? Ja, professionell kennt man, denke ich. Egal, jetzt sind wir hier wieder auf der Bildschirmaufnahme und was soll das denn? So, Mensch, Mensch, Mensch. Schwierig, so, der Default Game und Command. Das wird, denke ich, relativ einfach. Ja, wird. Und zwar so. Wir sollten allerdings trotzdem Kleinbuchstaben execute. Ach nein, Moment, das muss logischerweise da unten hin. Execute as at r scores ist gleich. Und zwar wäre das diesmal default game mode null Punkt Punkt run function Perms Doppelpunkt Default Game Mode. So, hier ist jetzt eine Menge an Sachen, die es noch gar nicht gibt. Sozusagen. So, warte mal, die Frage ist jetzt hier: Add Project Folder. Ich werde mir hier einfach mal ganz kurz links in die Übersicht hier. Ich weiß nicht, ich mach das mal kurz. So hier. Darf ich das nicht? Darf ich nicht. Okay. Schade. Naja, ich wollte jetzt eigentlich hier nicht meine ganzen Welten zeigen, aber ist auch egal. So geheim ist das jetzt nicht. So. Ich werde einfach mal das hier als Ordner machen und dann kann man das hier eigentlich Remove Project Folder, weil das ist ja hier mit dabei. So. Functions, hier sind wir, genau. Und zwar brauche ich in diesem Ordner jetzt die neue Datei, und zwar die, die ich hier gerade deklariert habe, bei Tick, und zwar die Default Game Mode Function. In den Functions Ordner. New File. Genau. Default Game Mode.mc Function. Das ist sehr einfach. Execute if score at s default game mode matches 0 run. Default Game Mode, ich kenne ehrlich gesagt den Syntax dafür nicht, ich denke mal. Ja, genau. Default Game Mode Survival. So. Und das ist jetzt eigentlich relativ einfach. So, das machen wir mal hier. 1, 2 und 3. Und das wäre dann Creative.
Adventure oder eben Spectator. So einfach. Jetzt. Ja, können wir eigentlich in die Clear MC Function gehen? Und das hier kopieren. So bloß, dass wir uns eben Default Game Mode clearen. Resetten. Anstatt. Ja, anstatt Clear halt. Und damit sind wir schon fertig. Als nächstes gehen wir noch in die Enable Function und machen, ja, wir können hier im Prinzip auch das hier so können wir hier auch kopieren und machen hier einfach Default Game Mode und hier auch Steuerung S und was wir jetzt fast vergessen hätten, das Scoreboard zu erstellen. Das machen wir hier eben schnell. Und speichern das Ganze auch in die Load Function. So, alles abgespeichert. Dann Scoreboard Players Tag. Ach nein, Quatsch, nur noch Tag at S at. Und zwar, das war jetzt das Default Game Mode. Und ja, dann betreten wir mal die Welt neu. Allerdings das Problem ist, ich kann jetzt hier das gar nicht so gut testen. Doch, wir machen das, Moment, wir machen das eben. Default Game Mode, ist denn alles überhaupt auf der Aufnahme drauf? Ja. So machen wir so, dann machen wir hier noch ja, und dann machen wir jetzt einfach mal kurz ja, wir machen Tell Rowish at A. Der Default Game Mode wurde auf Survival gesetzt. So, und den Command hier können wir uns jetzt hier auch noch kurz kopieren und hier überall einfügen. Das wäre jetzt in dem Fall hier Creative. Adventure und Spectator. So, machen nochmal Steuerung S. Wir machen nochmal Slash Reload. Ihr könnt jetzt natürlich wiederum meinen Chat nicht richtig sehen, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht werde ich das noch irgendwie hinkriegen, aber im Moment funktioniert es da ganz gut. Und jetzt sehen wir im Moment, der Default Game Mode wird dauerhaft auf Survival gesetzt. Das heißt, der Score wird uns noch gar nicht resettet. Warum nicht? Scoreboard Players resettet as Default Game Mode. Scoreboard Players reset at S. Default Game Mode. Warum? Habe ich jetzt hier irgendwie einen Schreibfehler? Nö. Merkwürdig.
Trigger. Habe ich hier noch nicht die Dings-Function. Function perm enable. Tag it as list. Default game mode habe ich auch. Mache ich nochmal die enable Function hier. Hey, setzt enable das automatisch auf 0? Scheint so. Dann schreibe ich hier einfach auch nochmal rein. Reset a Default Game Mode. So, dann machen wir eben kurz nochmal Reload. So, wenn ich jetzt mache Function oder wenn ich jetzt mache Trigger, ach ne, weil jetzt mache ich erstmal kurz Function, machen wir die Enable Function. Super. Und wenn ich jetzt mache Trigger, ach. Ah, verstehe. Wenn ich mir das resette, dann wird das Enable natürlich auch resette. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Score Player Set. Ja, kopiere ich das hier einfach mal. Auf minus 1, so. Das sollte des Rätsels Lösung sein. Wir sind bei 12 Minuten. Das ist ja sehr entspannt. Die Folge wird jetzt danach auch schon fertig sein. So. Nochmal. Function Perms Enable. So, jetzt wird mir das automatisch auf minus 1 gesetzt. Sehr schön. So, und jetzt machen wir Trigger Default Game Mode Set 2. Wurde auf Adventure gesetzt. Jetzt machen wir es auf 3, wurde auf Spectator gesetzt. 1 Creative, 0 Survival. So. Das heißt, das hat alles funktioniert. So, die Tell Raws, die lasse ich erstmal drinne. Oder mache ich die wieder raus? Ich mache die erstmal unkenntlich, dass die nicht genommen werden hier. So, Steuerung S speichern. Und ja, dann gehen wir mal wieder in die Minecraft-Aufnahme. So, denn das war's schon mit dem Video. Im Vergleich zu den letzten ist es ja dann doch ziemlich kurz. Aber ja, nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.